Ein neuer Tag beginnt dir in Askalon. Die Sonne geht auf. Hallo Sonne. Und der König wartet auf sein königsblaues Schlafzimmer. Doch ich möchte im Billardzimmer weitermachen, denn da habe ich in der letzten Folge den Boden gemacht. Und was kommt dann logischerweise jetzt als nächstes? Die Wände. Ja. Ja, ich weiß, das kam dir überraschend. Für die Wände brauche ich natürlich wieder ganz viel Fichte. Außerdem türkise Keramik. Türkise Keramik hatte ich nicht mehr viel. Ich habe jetzt noch den letzten Farbstoff aus dem Lager geholt, den letzten türkisen Farbstoff. Und hoffe sehr, dass hier oben in der Kiste noch unbehandelte Keramik ist. Also, aber erst bin ich, wenn ich unten bin, hole ich natürlich noch Fichte erst da. Dankeschön. So. Und dann schauen wir mal oben. Hier ist hoffentlich noch Keramik drin. Ja, sehr gut. Dann baue ich mir mal Keramik ein. Jetzt habe ich hier oben natürlich wieder kein... wieder keine Werkbank. Dann mache ich das halt hier unten. Und mache mir mal ein bisschen türkise Keramik. Ja, das sieht schon ein bisschen besser aus. Mal schauen, ob das schon reicht. Ansonsten... Ich habe tatsächlich den ganzen Farbstoff alle gemacht. Ups. Naja, dann wollen wir mal schauen, ob das jetzt fürs Billardzimmer reicht. Wir sehen hier den Boden aus der letzten Folge. Und, ach nein, jetzt habe ich das Inventar gerade leer gemacht. Jetzt habe ich wieder kein Füllmaterial. Habe ich unten in der Kiste noch Füllmaterial? Ich werde mal kurz nachschauen. Ist hier noch irgendwas? Nee. Nee. Mehr. Jetzt habe ich wieder kein Füll... Achso, hier drüben in der... Kiste, in der Küstenkiste könnte noch Erde sein. Dann nehme ich die Erde. Wenn in der Küstenkiste noch Erde drin ist. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Ja, ja, ja. Jetzt habe ich alles, was ich für die Wände brauche, dabei. Und da fehlt natürlich wieder was anderes. Ja, gut. Hier, nimm ein bisschen Füllmaterial. Das soll reichen. Gut. Dann wollen wir mal hochgehen ins Billardzimmer und Wände ziehen. Denn, letztens, in der letzten Hostel-Folge war ja tatsächlich Kano hier zu Gast. Und er sagt mir, er sei sehr gespannt, wie das Billardzimmer wird. Und er freut sich wohl auch schon auf den Billardtisch, der natürlich in das Billardzimmer reinkommt. So, also dann jetzt hier erstmal etwas. Achso, warte mal. Das sieht man ja dann hier. Ah, nee, nee, doch, doch, das sieht man. Nee, da kann ich das leider nicht hinmachen. Da muss ich das machen. Und dann kommt hier das Filmmaterial rein. Und hier dann natürlich das... Aber ist doch hier drüben genau das gleiche. Das kann nur letztes Mal nicht aufgefallen, dass er da nicht gemeckert hat. So. Dann kann hier das Filmmaterial rein. So, jetzt muss ich wieder gucken. Also, erstmal geht das hier natürlich einmal hoch. Und dann ist hier unten eine Schicht. So, ach wie schön, das passt genau zu dem grünen Flur, der ja eigentlich grau ist. So, da oben drüber kommt dann einmal das. Und dann geht's hier mit der türkisen Keramik weiter. So, und die zieht auch bis oben hoch. Auf der anderen Seite dann der graue Beton. Habe ich schon fertig? Ja, wenn ich schon fertig habe, kann ich den auch benutzen. So, achso, nee, warte mal kurz. Hier fehlt doch noch, das hier kommt natürlich als erstes. So, und dann kommt hier der graue Beton hoch. Dann, also das Filmmaterial ist schon hier. Dann gehe ich hier natürlich wieder damit hoch. So. Und dann brauche ich dahin tatsächlich noch mehr Filmmaterial. So, dann gehe ich jetzt einfach einmal durch. So. Da, wo die Tür hinter ist, kann das ja wieder weggerissen werden. Komm, dann mache ich da auch was hin. So. Dann wird das hier jetzt tatsächlich ein bisschen komplexer. Mal kurz, denn das wird man jetzt gleich sehen. Erstmal hole ich mir wieder die Axt hier runter. Hier geht es nämlich erst wieder einmal hoch. So. Und dann, das sind diesmal zwei. Eins, zwei. Da drauf dann wieder natürlich das hier. Also noch ist es nichts Unerwartetes. Hier kommt jetzt wieder Türkis. Dann kommt hier Grau. Zwischendurch soll ich auch mal einen Fisch essen. Und dann kommt jetzt nämlich das Unerwartete. Ich mach mal hier kurz den Hilfsstein hin. Und jetzt geht's hier weiter. Wer hat damit denn gerechnet? Hier kommt dann selbstverständlich auch einmal das und dann geht's hier jetzt mit Türkis weiter. Ja. Und, dann eins, zwei, dann mache ich hier wieder den Hilfsstein und dann kommt hier jetzt das nächste. Der Hilfsstein kann weg.
Und dann, ach, ich Idiot. Es kommt hier natürlich noch so eine Strebe hin. Und entsprechend kommt hier auch so eine Strebe hin. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entsprechend kommt der Stein, für den ich keinen Platz mehr habe. Natürlich dahin. So. Und dann kommt hier jetzt nämlich das drauf. Und jetzt. So. Und dann mache ich hier auch direkt mal. Warte mal kurz. Ich mache erst das und das. Wenn ich schon mal da oben bin. Dann ist hier jetzt nämlich der nächste Türdurchgang. Und entsprechend kämen hier dann auch die Stufen rein. Oh, dann muss das natürlich auch wieder etwas tiefer. So. So. Ja, und dann ist nämlich die Tür im Billardzimmer hier ein bisschen nach vorne geschoben. Ja, damit hat wohl keiner gerechnet. So, dann mache ich hier jetzt wieder einen Hilfsstein hin. Hier kommen dann nämlich wieder zwei so hin. Der Hilfsstein weg, sonst verwirrt er mich hinter nur. Und dann geht es jetzt hier weiter nach oben. Erst mit Türkis. Dann mit Grau. Und zwischendurch die Fische nicht vergessen, die sind wichtig. Dankeschön. So, achso, und zum Abschluss natürlich auch wieder einmal so nach oben. Ja. Und dann sehe ich, ich brauche schon wieder hier Steine. Ich ziehe sie einmal, ach komm. Wenn ich sie jetzt hier einmal durchziehe, kann ich sie hier auch direkt durchziehen. Weil ich sie doch gleich eh wahrscheinlich brauchen. So. Ach komm, die Ecken brauche ich zwar nicht, aber dann mache ich die Ecken halt auch. Dann sieht es schöner aus. Dann mache ich hier einmal, whoop, einmal drumrum. Ja. Und dann kommt hier die nächste Wand hin. Auch die, oh Mann, mir gehen gleich die Fichtendinger schon wieder aus. Aber ich habe hier auch noch welche. So. Ja, und jetzt hole ich mir erstmal neue Fichtendinger und kann dabei im Fisch schnabulieren. Guten Tag, darf ich mal bitte runter? So, gut, dass da diese Tore sind. Also bitte den nächsten. Vielleicht hätte ich doch die Fichten erst. So, dann die spawnst du jetzt halt. Vielleicht hätte ich doch erst den Stack, den ich im Inventar hatte, leer machen sollen. Na egal. Gehen wir wieder hoch. Und wenn wir jetzt nämlich hier. Jetzt ist hier nämlich schon eine Wand. Und vor allem ist die Wand hier nach hinten gedrückt. Das wird hinterher sehr interessant, ja. So, wie viele kommen hier hin? Hier kommen zwei hin. Deswegen ist jetzt der erste Stack alle und ich brauche den nächsten. Und wie gewohnt kommt dann jetzt also erst wieder eine Schicht davon und dann erst Türkis. So, und dann geht leider auch bald der fertige Graubeton aus und ich muss den kalten, den nassen nehmen. So, und hier geht es dann natürlich damit weiter. Hier die Tür ist drei breit, also 1, 2, 3, 4. Ist sie dann eigentlich. Ja, die ist ja auch drei. Die ist ja dann hier genau. Ah, ist, wenn hier jetzt nicht ein Billardtisch in der Mitte irgendwann stehen würde, kann man hier einfach so durchlaufen. Oh, die Sonne geht auch bald unter. Naja. Aber hier kommt natürlich ein Billardtisch hin. Also das heißt, noch kann man hier einfach durchlaufen. Man sollte es jetzt noch ausnutzen, genießen und auskosten. Aber, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wenn da erstmal ein Billardtisch steht, funktioniert das natürlich nicht mehr. So, jetzt, komm hier. Da. 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 Dann hier natürlich wieder die Stufen. Und diesmal kommt in die Mitte dann eine Tür. So, und dann kann ich hier eigentlich im Prinzip auch die Eckstufen machen. So, also, genau, und dann sehe ich nämlich, hier muss ich ja schon wieder das machen. So, jetzt geht's hier weiter. Eins, zwei, auch drei. Und es wird langsam dunkel, ich sehe gleich nichts mehr. Aber ich denke, jetzt muss ich. Schade, die sind jetzt alle. Ich mache das hier noch nach oben. Und geht dann schlafen, weil sonst stehe ich wieder vom Bett und kann nicht schlafen. Das ist immer ärgerlich, sage ich euch. Ja. Deswegen mache ich das hier. Ich hoffe nur, es spawnt jetzt hier nichts, weil hier ist jetzt nichts ausgeleuchtet. Also, schnell hoch, komm, hoch. Und dann springe ich zum Bett.
So, da sehe ich noch die Sonne untergehen. Schnell zum Bett, bevor wieder grüne Gesellen auftauchen. Der einzige grüne Geselle, der hier auftauchen darf, ist Ganu. Wobei der ist gar nicht grün gekleidet, oder? Nee. Gut, dann habe ich mal, dass oben noch nichts gespawnt ist. Schauen wir einfach mal. Und was macht die Erde? Die ist noch nicht mal despawned, aber die kann ich inzwischen aufheben. Naja, egal. So. Also, wen haben wir denn da oben? Ist jemand gespawnt? Hallo? Ist hier jemand? Nee, sieht gut aus. Hier im Billardzimmer auch nicht. Ja, schön. Da halten sich die Viecher ja ausnahmsweise mal dran. So, es dürfte jetzt keine Überraschung darstellen, aber da es hier ja runter in den Lagerraum geht, gibt es hier keine Tür, sondern hier ist jetzt eine durchgängige Wand. Ja, aber vorher esse ich was. So. Das heißt, hier kann ich einfach direkt durchziehen. Außen kommen natürlich die Dinger hier hin. So. Dann die unterste Schicht ist natürlich wie gewohnt. So. So. Das Fenster, das sieht noch so unfertig aus. Ich hoffe mal, das ist auch unfertig und wird noch weitergemacht. So. Dann hier nach oben. Ah, das war eins zu weit. Ach Mist. Hier fehlt ja noch eine Wand. So, dann, wo habe ich jetzt. Habe ich. Ja. Die müssen ja dann nach hier. Drei. So, jetzt habe ich hier aufgepasst. So. Da muss ich ja hiermit dann abschließen. So, und dann kann ich hier das jetzt einfach durchziehen. Also hier hoch. Und jetzt habe ich natürlich vergessen, dass ganz unten eine Schicht Ficht ist. Oder habe ich sie auch schon vergessen? Aber bevor ich jetzt unten die unterste Schicht weghaue. Ja, nein! Nee, da sind keine Fackeln, oder? Gut. Bevor ich jetzt die unterste Schicht weghaue, mache ich sie jetzt erst nass hier. So. Damit ich die unterste Schicht auch weghauen kann, ohne dass die Schichten darüber nachkommen. So, zwischendurch natürlich was essen. Hier auch. Und dann muss ich leider. Ah, jetzt ist schon alles nass. Muss ich mal warten, bis es getrocknet ist. In der Zeit kann ich ja. Ah, Mann, die Fichten werden nicht reichen. Muss ich gleich nochmal runter. Aber gut, jetzt einmal hier die unterste Schicht weghauen. So. Die werden natürlich durch Fichte ersetzt. So. Oh, schönes Fensterchen hier jetzt auch. Hallo, Tennisplatz. Naja. Tschüss, Fensterchen. So. Dann kann ich jetzt also schon wieder Fichte holen. Also über 2 Stecken Fichte habe ich hier heute verbraucht. Na toll. Na, schauen wir mal, wenn ich die nächste Fichtentour mache. So, warum ist denn das Inventar schon wieder voll? Irgendwie. Eigentlich soll man doch, wenn man so viel baut, sollte das Inventar doch irgendwann leerer werden. Hier oben habe ich ja nichts abgebaut, großartig. Ja, nee, gar nicht. Ach, ich habe keine Ahnung. Naja. Wo war ich? Hier war ich. Also, hier das. Hier natürlich wieder hoch mit viel. Ach so. Ach, das war wieder der Fehler. So. Dann hier kommt wieder. Oh, ah nee, diesmal. Ich habe ja wieder trocken Beton. Dank dem Fauxpas. Naja. So, dann jetzt hier jetzt mit Türkis weiter. Hier außen auch. So, und kommen dann nämlich jetzt direkt einen ganz dicken von dem trockenen. Nee, warte mal, was ist der jetzt? Der ist. Ja, das ist der trockene. Ach, egal. Ja. Mach den mal eben nass. So. Was war das denn gerade? Geht denn jetzt? Denn jetzt drauf gedrückt? Nee. Ach nee, das sehe ich das immer? Wie hoch der Angriffsschaden und wie groß die Angriffsgeschwindigkeit ist? Ach egal. Wo war ich? Hier war ich. Ich war fertig. Nee, noch nicht. Hier fehlt noch was. Da kommt natürlich noch eine Treppe hin. So. Und noch eine Falltür. Und dann sind die Wände des Billardzimmers fertig. Ja, und für Notfall auch mal gerade ein paar Fackeln auf dem Boden. So, wäre nicht, dass was passiert hier drin. So. Na schon, ob ich in der nächsten Folge schon wieder ins Billardzimmer gehe. Wie gesagt, Kano würde gerne sehen, wie das Billardzimmer fertig aussieht.
Aha, also sieht's von außen aus. Ich finde das schön, wie hier oben im Obergeschoss jetzt so die Wände wachsen. Und die grünen, grauen Wände fehlt halt hier noch. Ja, hier fehlen sie halt noch für das königsblaue Schlafzimmer. Aber das lief doch ganz gut mit den Wänden. Ich sag den Wänden nochmal kurz tschüss, weil mal, ich geh mal nach hier. So, dann können wir die Wände nochmal richtig bewundern. Ja, so sehen sie doch schön. Und dann geht's jetzt zum Schaffarm und wir schauen. Oh, hier, was ist hier? Hier ist ja noch der nackte Putz. Dann gehen wir mal zum Schaffarm und schauen mal, welches Vieh denn heute. Oh, wie komme ich denn? Ne, hier komme ich doch raus. Welche Farbe denn heute dran ist? Ich habe schon wieder vergessen, welche gestern war. Und diesmal habe ich alle Teppiche aus dem Inventar rausgekehrt, sodass ich nicht mehr weiß, welche. Dass ich nicht mehr nachvollziehen kann, weil ich die letzte war. Hoffentlich erinnere ich mich, wenn ich davor stehe. Aber wer war denn das? Nee, ich glaube, Violett war es, oder? War es Violett? Ich glaube, es war Violett. Also, einmal schnell zum Schaffarm. Cut. Und die nächste Farbe, das hier war Violett, oder? Ja, die nächste Farbe wäre Rot. Oh, auch eine sehr wichtige Farbe. Das ist doch schön. So, dann will ich mal kurz schauen. Roten Farbstoff habe ich sicherlich noch. Na, der Türkise ist jetzt alle, aber die türkisen Schafe habe ich ja zum Glück schon. So, mal schauen. Hier in der Asservatenkammer nach rotem Farb. Nein, ich habe keinen roten Farbstoff. Das heißt, ich muss tatsächlich nochmal an die Blumenkiste und mir roten Farbstoff machen. Oder habe ich hier zu viele Blumen? Nee. Also, dann muss ich nochmal kurz zu den Blumen und mir zwei Röslein holen. Röslein, Röslein, Rosenrot. Röslein auf der Heiden. Und dann, hallo Schaf. Blumen da. Also, nee, die Tulpen nicht. Die sind mir zu schade. Aber habe ich keine Rosen? Ach, Mohn, Entschuldigung. Ich meine natürlich Mohn. So. Und diesmal habe ich sogar an den Farbstoff gedacht. Wer hätte das gedacht, dass ich daran denke? Eieiei. So. Dann geht's jetzt wieder nach oben. Da wird man dich loben. Und dann hole ich mal ein bisschen rote Population. Hier waren die. War das jetzt gelb oder orange? Keine Ahnung. Hier war auf jeden Fall violett. Genau, hier hatte ich ja in der letzten Folge schon die Treppen stehen gelassen, damit ich gleich die Schafe besser reinlenken kann. Aber wir wollen das natürlich erst markieren, damit wir auch hinterher wissen, wer denn hier wohnt. Oh, hier wäre auch ein Ort gewesen zum Reinführen. Na egal. So, der Teppich ist da schon mal falsch. So. Ah, was ist denn jetzt los? So, da kommt da hin der Teppich. So. Ach Mann, was soll denn das Teppich? Geht schon wieder die Sonne unter? Ach Mann! Komm schon! So. Ja, wenn die Sonne untergeht, ich komme ja eh am Heuboden vorbei, da kann ich mal kurz schlafen gehen. Ja, die Sonne steht da noch ganz gut eigentlich. Naja. Dann laufe ich trotzdem mal am Heuboden vorbei und schau mal, ob ich schon mich ins Bettele legen kann, damit dir jetzt nichts spawnt, was mich stört bei der Arbeit. Darf ich auch? Ich darf mich tatsächlich hinlegen, das ist ja nett. So. Und? Haben wir es geschafft? Ja, wir haben es geschafft. Dann hole ich jetzt noch zwei rote. Komm schon, komm hier runter. Dann hole ich jetzt zwei rote Schafe. So. Beziehungsweise ich hole zwei Schafe. Entschuldigung, ich habe mich falsch ausgedrückt. So. Guten Tag. Einmal bitte hier heraus. Ja, raus da. Du kommst jetzt mal mit mir. Ich habe da nämlich ein schönes. Ja, was denn? Hat's keinen Bock oder was? Ja, keinen Bock hast. Ich habe auch keinen Bock hier. Aber ich habe ein schönes neues Gatter für dich. Rot umrandet, rot wie die Liebe. Und da darfst du auch gleich Liebe machen. Freust du dich auf Liebe machen? Ja, schön. Also, dann gehen wir mal hier an allen anderen vorbei. Bist noch da? Ja, komm. Bin ich so schnell für dich? Also, einmal hier vorbei. Komm mit. Ja, schön. Und dann ist immer noch da. Optimal. Na, guck mal, ich habe extra eine Treppe hier. Ja, komm her. Komm her. Hier. Extra eine Treppe. Ja, toll, oder? Ja. Und weißt du was? Ich hole dir jetzt noch einen Freund. Da freust du dich über den Freund, oder? Mal schauen, vielleicht laufe ich nächstes Mal besser hier lang. Vielleicht kürzer. Einfach mal ausprobieren.
So. Also. Ja, ich glaube, hier geht's schneller. Guten Tag. Hier, das hinten für ein hässliches Loch. Ah, jetzt habe ich gerade im Off das Füllmaterial weggelegt. So, möchte jemand freiwillig aus? Ja, komm raus. Okay, dann halt nicht du, sondern du. Komm mit. Wir wollen ins rote Gatter, in das Gatter der Liebe. Ja. Ja, sehr schön. Und dann. Ach, der ist auch noch ein Schaf. Das hätte ich auch nehmen können. Der ist auch noch ein Schaf. Jo, also wenn die da jetzt so stehen, dann fange ich mir die gleich fürs nächste Gatter schon. Bin noch da, ja. So, dann gehen wir mal hier rein. Guck mal, und hier. Ja, schön. Das ist das Gatter der Liebe. Ich brauche für euch jetzt etwas davon. Ja. Und, ah, ja, wie schön. Und da ist das Kindchen. Da sind alle zufrieden mit. Und ich will mal kurz schauen. Also erstmal, das hier baue ich ab. So. Und dann, wenn da schon welche so freiwillig stehen, dann will ich mir die direkt auch noch holen. Da muss ich das. Oh, hier sind schon zwei drinne. Hier sind auch schon zwei drin. Vier sogar. Okay. Dann mach ich hier mal eine Treppe hin. Wo waren denn hier gerade die beiden freiwilligen Kandidaten? Ich habe hier gerade welche gesehen. Aber ich bin hier lang gelaufen. Hier bin ich lang gelaufen. So. Dann muss ich. Ja, da. Okay, guten Tag. Ja, du kommst mal mit. Ja, komm. Da ja, komm. Ja. Und dann einfach hier hoch, ja? Genau. Und dann. Danke. Die Leine nehme ich wieder. Oh. Soll ich noch nicht zum Rauslaufen hier? Ja, dann muss ich halt. Zeitweise hier doch mal den roten Teppich drauf machen. So, aber ich habe hier noch einen gesehen. Irgendwo. Wo war denn das? Einmal von hier aus habe ich den noch gesehen. In die Richtung. Da war vorher noch einer. Irgendwo muss hier noch einer rumlaufen. Da hinten! Ist zwar nicht auf meinem Gelände, aber komm her. Genau, hier nehme ich meine Grundstücksgrenze, die ich im Urlaub mir dann richtig machen möchte. Ja, komm her. Und dann darfst du auch noch hier rein. Ja. Genau, über die Treppe. Ja, super machst du das. Toll. So, ich kann hier jetzt entfliehen und ihr nicht. Sorry. Ja, jetzt habe ich hier schon drei. Guck mal hier, die nächsten drei sind schon gefüllt. Das ist ja super für die nächsten drei Folgen. So, und wie viele sind es danach noch? Eins, zwei, drei, vier. Naja, sind. Einfach da sind auch schon welche drinne. Toll. Tollikopter. So, ja, dann kann ich aber für diese Folge jetzt erstmal sagen, Arrivederci, over and out. Hallo nochmal aus dem Off. Ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Ich habe dann gedacht, den Farbstoff mitzunehmen. Toll! Aber ich habe vergessen, die Rot zu färben vorher im Gatter der Liebe. Was mache ich denn jetzt mit dem? Steht hier noch irgendwo ein Blümchen? Da entstehen Blumen. Ich pflück mal ein Blümchen. So. Und dann mache ich das mal kurz hier mit dem. Mit dem Babyschaf hier. Ja, das hätte eigentlich anders laufen sollen im Gatter der Liebe. Aber gut, ich fütter euch in der nächsten Folge dann nochmal, ja. Ja, gut, dann sage ich jetzt nochmal Arrivederci over and out.